Das ist schon etwas schwieriger. Wow. Nein. Oh shit. Shotgun. Unterwegs. Ne. Das klang nicht wie Jacob. Ah ja, ich muss mich ja gar nicht mehr beeilen. Ich habe ja ein Atemgerät. Stimmt ja. Boah, aber... Hm? Ja, ja. Ey, schon. In die Richtung. Guck mal, Münzen. Münzen. Da gibt es noch was an Münzen und... Ich kann den Kronleuchter nicht runterschießen. Das ist gemein. Gewehr freigeschaltet. Schön. Ich würde aber gerne mal meinen Bogen freigeschaltet. Kitesh. Ich muss ehrlich sagen. Lara! Lara! Bist du da oben? Jonah, bist du das? Kleiner Vogel! Du bist am Leben! Ich wusste es! Mein Gott! Jonah, was machst du hier? Wo bist du? Ich bin hier oben in einer Art Festung. Du kannst Jacob dafür danken. Seine Leute haben mich halbtot in der Tundra aufgelesen. Ich kann's nicht glauben. Du bist mir gefolgt. Ist das so schwer zu glauben? Ich sagte doch, ich halte dir den Rücken frei. Ich konnte dich nicht im Stich lassen. Ich bin auf dem Weg zu dir. Bleib einfach, wo du bist. Genau das hatte ich vor. Sei bloß vorsichtig. Bleiben wir. Wir werden ja nur alle Stunde eine Scheiß. Oh. Ein Scheißabhang runterfallen oder ähnliches. Ne? Cool. Ihr seht da hinten, dass da keine Details drin sind. Und das ist das schöne... Aha, egal. Kann ich ihn sprechen? Gleich. Lara, gut, dass Sie noch bei uns sind. Die Eindringlinge sind über das ganze Tal verteilt.
Aber wir drängen sie zurück, wo wir können. Wir können ihre Hilfe immer brauchen. Wir wissen, dass wir ihnen vertrauen können. Das ist gut. Jetzt vertrauen sie mir. Guck mal, was wir hier haben. Ah, sind auch schöne Aussichten. Und hier oben haben wir noch... Die Federn hole ich jetzt mal nicht. Ja, den Tauchsprung machen wir jetzt zwar nicht. Ach, guck mal. Das habe ich doch gesehen, dass da was geblinkt hat hier. Ach, da geht's hin. Jonah! Du siehst furchtbar aus. Furchtbar und glücklich. Ich hatte recht, Jonah. Dad hatte recht. Die göttliche Quelle ist echt. Ich wünschte, er könnte das selbst sehen. Er wäre stolz auf dich. Sophia hat mir erzählt, was du für Erfolg getan hast. Lara, schön dich zu sehen, Sophia. Jacob wartet im Observatorium auf dich. Das. Geil. Sie haben ihn gefunden. Die Gründer von Kitesh waren geschickte Handwerker. Und hier betrachteten sie den Atlas. Aha. Jonah, probier die Ketten aus. Okay. Unglaublich. Yep. Sie müssen ihn verwendet haben, um den Bau der Stadt zu planen. Wie uralte Blaupausen. Ganz genau. Alles strahlt aus von diesem Punkt. Das Zentrum der Stadt liegt also unter dem See. Aber irgendwas stimmt nicht. Die Kathedrale, wo der Atlas war, ist auf der falschen Seite der Karte. Dreh noch etwas weiter. Halt! Das reicht. Kitesh liegt nicht unter dem See, sondern unter dem Gletscher. Die göttliche Quelle muss dort sein. Wie zum Henker kommen wir durch das ganze Eis? Warte. Dieser Pfad hier führt in die Stadt. Die Kathedrale ist dort und der Turm auf der anderen Seite. Das bedeutet, der Eingang von Kitesh befindet sich... Hier. Der Eingang von Kitesh ist hier. Sie wussten es.
Die ist es! Tötet sie! Lara! Nimm meine Hand! Scheiße! Zeit. Es wird nicht lange dauern, bis Trinity die Position der Quelle entdeckt. Aber ich muss sofort zu Jonah. Auch wenn sie dadurch die Wahrheit aufgeben, deretwegen sie hier sind. Er hat sein Leben riskiert, um mich zu finden. Ich habe ihn fast schon einmal verloren. Das reicht. Dann gehen Sie. Tun Sie Ihre Pflicht. War's das jetzt für Jacob? Falls Jonah noch lebt, halten sie ihn bestimmt im alten Sowjet-Gulag fest. Diesen furchtbaren Ort wollte ich nie wiedersehen, aber ich kann ihn jetzt nicht in Trinitys Händen lassen. Oh. Backtracking! Jonah, halte durch. Sophia, bist du da? Lara, geht's dir gut? Ja, ich bin oben beim alten Kupferwerk über dem Gulag. Ich werde dort nach Jonah suchen. Ich kenne diesen Ort. Wir haben Waffen dort versteckt, als wir Trinity das erste Mal angegriffen haben. Könnten sich als nützlich erweisen. Danke, Sophia. Wir sehen uns, wenn ich wieder zurück bin. Cool. Noch mehr Propaganda. Arbeite hart gegen Kälte und Hunger. Ja. Wow. Hier sollen also die Waffen und Ausrüstung versteckt sein. C. Da möchte ich noch nicht drunter. Hier noch irgendwas, was ich gebrauchen könnte. Mir gesagt, die haben hier Ausrüstung versteckt. Aber wo ist diese dann? Hm? Ist hier nirgendwo. Also gehen wir jetzt ans Lagerfeuer. Wir haben jetzt Jonah und den Atlas. Aber wenn Sie glauben, dass er etwas weiß, lassen Sie ihn vermutlich noch am Leben.
Ich kann nur hoffen, dass Jonah durchhält, bis ich ihn finde. Ich muss ihn zurückholen. Ich lasse ihn hier nicht sterben. Halte durch, Jonah. Ich finde dich. Nein. Ach, das Gewehr habe ich jetzt noch nicht. Vorbote. Weniger Schaden, mehr Nachladegeschwindigkeit, mehr Munitionskapazität. Nein. Maschinenpistole. Sturm. Weniger Schaden, ne. Ich möchte aber mehr Schaden haben. So, ich glaube, ich gehe mal auf die... Was soll ich denn hier aufrüsten? Kann ich doch gar nicht. Hier. Schussfrequenz, Schussfrequenz. Nachladegeschwindigkeit. Ja. Ah. Munitionskapazität, Schussfrequenz. Schaden wäre eigentlich ganz geil. Naja. Komm. Was haben wir hier eigentlich alles? Kampf erprobt. Geil. Das habe ich. Super. Okay, also ich habe hier eine Bonusjacke. Der Rest hat keine Boni. Ne, dann nehme ich mal die Jacke. Fähigkeiten. Ne. Das ist geil. Naja, ne, ne. Das Ding brauche ich nicht. Spezialfalle von Feinden zu erwarten. Okay. Okay. Ne, ne. Ne, ne. Brauche ich alles nicht. Okay. Erledigen Sie. Ich würde sagen, das Ding nehme ich. So.